Wir sind heute hier bei der Office 365-Konferenz bei Microsoft in Köln. An meiner Seite ist Patrick, oder? Spricht man Patrick so aus? Ja, das spricht man so aus. Hätte ja sein. In Deutschland, auch in Deutschland. Ja, du kannst mich auch Patrick nennen, wenn du möchtest, aber das muss jetzt nicht sein. Aber vielleicht stellst du dich einfach erstmal vor. Einige werden dich schon kennen, doch damit alle dich auch kennen und wissen, wer du bist. Okay, hallo. Mein Name ist Patrick Lamba. Ich bin ein italienischer SharePoint-MVP und bin eigentlich viel in Dach unterwegs, bei Veranstaltungen, als Sprecher und in der Community. Und was ich sonst noch sagen möchte, ja, morgen spreche ich über Yammer Development. Wir bleiben vielleicht da nicht nur bei Yammer stehen, aber warum hast du dir gerade Yammer Development rausgepickt? Weil es schlicht und einfach Spaß macht. Grundsätzlich ist das ein Thema, das noch nicht viele behandeln, weil die Entwicklung Microsoft-seitig in Verbindung mit Yammer noch nicht so stark in der Community verwendet wird. Und deswegen habe ich gesagt, gut, das ist ein Thema, das würde mich interessieren und würde ich auch gerne vertiefen, um ein bisschen über das Thema zu sprechen und den Leuten zu zeigen, dass man hier ein bisschen mehr machen kann als das, was viele glauben. Jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen, weil Carsten und ich hatten nämlich eine heiße Diskussion, was Yammer Development bedeutet. Wer sitzt da hinten, der nimmt jetzt auf, ganz genau. Und zwar sagte die eine Seite, ja, Yammer Development bedeutet, wie ich Yammer anbinden kann in verschiedene andere Applikationen und Anwendungen. Und ich sagte dann so, nö, Yammer Development ist bestimmt die interne Anpassung von Yammer. Also, wer war richtig, wer war falsch? Soll ich jetzt antworten? Ehrlich? Bist du dann beleidigt? Ah, okay, alles klar. Es geht wirklich darum, sich mit Yammer zu verbinden und Daten rauszulesen, aber auch reinzuschreiben, also mit Yammer zu interagieren. Es geht weniger darum, jetzt Yammer selbst zu beeinflussen, beziehungsweise das Branding zu ändern oder sowas. Es geht wirklich rein um eine Datenschnittstelle für Input und Output. Und das sind meistens die Feeds. Also da hatte eher Carsten recht. Ja, war ja auch mal früher Developer. Also von daher stimmt das. Jetzt meine Frage. Wir hatten vorhin schon mal Yammer Identity und mit Martina. Ja. Jetzt ist es ja so, dass Yammer eigentlich ein Enterprise Social Media Plattform ist. Das heißt eigentlich mehr eine interne Plattform auch zum Nutzen und entsprechend natürlich auch so aufgebaut ist von der Sicherheit. Wenn du jetzt von einem Schnittstelle sprichst, wird das dann öffentlich oder wie gehst du das Thema an? Beziehst du dich jetzt, wie ich auf der Schnittstelle zugreife oder wie die Authentifizierung ist? Nein, ich meine, wenn du jetzt du hast ja gesagt, du willst Daten ablesen von Yammer und willst sie praktisch dann zur Verfügung stellen und das ist ja der Gedanke dahinter, wird es dadurch dann offen, wenn du das eben machst? Das heißt, werden Daten dann von dem Unternehmen dann, also wo ist das Anwendungsbeispiel? Okay. Ja, grundsätzlich geht es darum, eben die Social Feeds von Yammer in andere Applikationen zu verwenden. Mhm. Also man kann zum Beispiel an CRM-Systeme denken, wo man vielleicht jetzt ein Marketing-Team oder irgendwelche andere Teams unterstützen möchte mit diesen Social Feeds, dann hat man eben die Funktionalitäten von Yammer, die man in der eigenen Applikation implementieren kann. Das ist so der Grundgedanke dahinter. Also die Erweiterung eigener Applikationen mit den Social-Funktionalitäten von Yammer. So hat man auf der einen Seite die Möglichkeit, auf Yammer zu interagieren, weil ich dort dann neue Inhalte, Diskussionen und so weiter und diese Openness habe, von dem man immer spricht in Yammer. Und auf der anderen Seite hat man die Applikation, die eben auch in der Applikation selbst diese Feeds anbietet, um mit den Leuten zu interagieren. Das ist so der Grundgedanke dahinter. Also wenn man jetzt von der Authentifizierung spricht, dann bedeutet das so, dass man immer von den User aus startet. Es gibt einen User, der nutzt eine App und diese App interagiert mit den Newsfeeds von diesem User. Das heißt, es ist immer im Kontext des Users, dass alles ausgeführt wird. Wenn man jetzt ein Administrator wäre, dann könnte man rein hypothetisch auch für andere User Interaktionen durchführen. Das ist aber jetzt nicht der Standard, der normalerweise genutzt wird. Ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir an, wir haben eine Kundendatenbank und einen Kunden vor uns und darunter möchte man einen Feed anbieten, wo man eben über diesen Kunden diskutiert. Das könnte ein Anwendungsbeispiel von Yammer sein. Und da interagieren die Leute von der Anwendung, von der Custom Application aus und nutzen einfach diesen Feed.
Hat das die Frage beantwortet? Ja, absolut. Also da ist ja auch wirklich der Nutzer dahinter. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel im Team zusammenarbeite, vielleicht auf mehrere Leute an dem Projekt bei dem Kunden arbeiten, dann kann ich auch immer schnell reinschreiben, hey, ich habe heute das und das und das gemacht, kann einer sich noch um die und die Sache kümmern. Also man oder nachfragen, das heißt, man ist einfach mit der Gruppe dann zusammen, die diesen Kunden dann auch betreut und hat das dann praktisch da eingebunden. Ja, wenn man zum Beispiel jetzt auch SharePoint als Beispiel nimmt, SharePoint Online oder es kann ja auch SharePoint On-Premise sein, es reicht eigentlich nur eine Webseite, es könnte eine Teamseite oder sonst was sein und man baut dort einen Feed ein, der eben diese Social Capabilities anbietet. Das sollte in rein hypothetisch in Zukunft der Ersatz von den Newsfeed werden, den man jetzt noch in der On-Premise-Welt kennt, könnte man rein hypothetisch mit Yammer ersetzen. Es gibt ein paar Unterschiede, aber man kommt schon hin in diese Richtung. Das ist der Grundgedanke. Das Interessante von Yammer ist, es muss ja nicht gezwungenermaßen ein Microsoft-Produkt sein, damit man eine Interaktion schaffen kann. Es muss eigentlich nur eine Webseite sein oder irgendetwas, das über den Web zugreifen kann. Auch wenn man möchte, kann man Clients bauen, aber hauptsächlich arbeitet man im Web und da kann man alles interagieren, auch Produkte, die man vielleicht jetzt nicht nennen möchte. Bist du denn jetzt wirklich Developer? Ich bin Developer, ja. Hast du auch schon angefangen, bevor es die Cloud gab? Zu entwickeln? Ja. Also das. Okay, dann auch. Ja, Moment. Also ich glaube, da könnte man jetzt mit Carsten stundenlang drüber diskutieren. Also Cloud ist relativ, würde ich mal so sagen. Sagen wir es mal so, ich habe mit der Entwicklung auch vor Azure und Co. begonnen. Also, aber die Cloud gab es ja schon in irgendeiner Form. Ja, weil wir hatten vorhin das Gespräch mit dem Toni und für mich war die so Frage, findest du, dass sich das verändert hat? Also muss ich andere Dinge beachten, wenn ich jetzt, ich finde Cloud auch eigentlich manchmal so ein bisschen blöder Begriff, weil letztendlich sind wir immer noch bei Transporten, Webseiten, Protokollen, Sprachen. Das ist ja nichts anderes, wie wenn ich auf eine normale Webseite gehe. Aber für dich als Entwickler, verändert sich da was? Ja, eigentlich schon, weil früher hat man jetzt nicht so immer auf Standards achten müssen, beziehungsweise auf APIs, weil man auch die Möglichkeit hatte, das zu umgehen. Man hatte ja die Software im Haus, also hatte man auch die Macht, andere Dinge zu machen. Jetzt ist man eben auf diese APIs angewiesen mit dem Pro und Contra. Das heißt, man ist ein bisschen machtloser, würde ich mal so sagen, als Developer, aber das ist, glaube ich, nur eine Kopfsache. Denkst du denn, dass die Standardisierung hilft, eine hohe Qualität hinzubekommen? Weil so ein bisschen, in Deutschland werden im Moment bestimmte Dinge diskutiert. Im Moment wird zum Beispiel diskutiert, ob es sinnvoll ist, ein Architekt, wenn er ein Haus baut, muss er sich an bestimmten Normen halten. Sowas im Prinzip auch für Development von Software eben zu machen. Es verstärkt sicherlich die Wartbarkeit und alles. Das stimme ich dir auch zu, dass das nichts Schlechtes wäre, aber ich glaube, die Softwareentwicklung ist so komplex, dass man nicht zu solchen Standards immer kommen würde. Also man geht in diese Richtung, aber man wird es nie schaffen, dass man einen Standard schafft, dass man jetzt plattformunabhängig von A nach B hin und her springen kann ohne Probleme und ohne Anpassungen. Anpassungen werden sicherlich in irgendeiner Form immer notwendig sein, egal wie gut die Standards sind. Jetzt noch eine letzte Frage. Du bist ja nicht nur MVP, sondern du hast auch ein Unternehmen. Was ist der Schwerpunkt von deinem Unternehmen? Also wir haben uns auf den Bereich Collaboration spezialisiert. Also mit SharePoint On-Premise haben wir begonnen. Inzwischen haben wir den Fokus eben auf den Collaboration-Bereich, nicht nur On-Premise, aber auch SharePoint Online mit Yammer. Also unser Fokus ist SharePoint, egal ob online oder on-premise, in Verbindung mit Yammer, um einfach Kollaboration zu unterstützen, also Zusammenarbeit zu unterstützen. Es gibt ja viele Szenarien, die man abbilden kann mit solchen Plattformen, aber wir haben uns eben auf die Zusammenarbeit spezialisiert. Okay, wo findet man dich? Also wo kann man, zum Beispiel hast du einen Blog oder bist du auf Facebook, Twitter, wo kann man dich finden? Einfach einmal bingen oder googeln oder sonst irgendeine Suchmaschine aussuchen nach Patrick Lambert suchen, da findet man meinen Blog, Facebook und alle möglichen Kontakte. Das ist relativ einfach, ist wahrscheinlich einfacher, wenn ich das sage, als jetzt irgendeine Adresse aufzuzählen. Also das, also einfach nur sozial sehr aktiv. Ja, also
Ich bin aktiv, ja. Patrick Lambe, kommt das, ich meine, dass man dich findet, ich meine, bei Rachfall ist das auch immer so, also wenn man Kerstin Rachfall eingibt, dann ist das also relativ von den Suchmaschinen her, weil jetzt einfach der Nachname seltener ist. Es gibt zwar noch eine Kerstin Rachfall, aber die ist nicht so im Internet aktiv. Ist es bei dir auch mal Patrick Lambe? Es ist inzwischen auch so, inzwischen bin ich an den ersten Stellen gelangt, aber das war nicht immer so. Also man kann mich inzwischen relativ einfach finden, also Lambe, SharePoint und dann war es das schon. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview und wünsche dir viel Erfolg bei deinem Vortrag. Vielen Dank und danke für deine Zeit.